als Ken sehr oft mit Barbie, aber das war nicht freiwillig. Als Schauspieler. Schauspielen. Meine Mama ist Bühnenschauspielerin. Ich habe mit 5 auf der Bühne und meine erste Gage waren 5 Mark. Mit Freunden Happening gemacht und danach war es mir peinlich. Muss ich passen. Also ich könnte sagen, mir selber wahrscheinlich, um zu üben, aber keine Ahnung. Was ich ganz süß fand, ist, ich habe von meinem Regiedebüt, was jetzt im Juli rauskommt, ein Testscreening gemacht. Und dann kam einer auf mich zu und sagte, das ist der Film, wo man sich im Nachhinein schämt, Popcorn gekauft zu haben. Und das war eine ganz geile Reaktion auf den Film. Ich bin Widder, hast du denn Widder? Dass du jetzt noch stehst, ist ein Wunder. Wenn Deutschland Weltmeister wird, im Fußball, bisschen Eishockey oder sonst was, komischerweise werde ich da total patriotisch. Das Gespräch? Für schöne Dinge. Ich habe so viele Macken, da jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen soll. Als Kind natürlich willst du so diese Helden und Spielen und so weiter. Und dann gab es mal jemanden, der zu mir was ganz Tolles gesagt hat. Der hat gesagt, der Held ist nicht der, der keine Angst hat. Der Held ist der, der Angst hat und sie überwindet. Und deswegen versuche ich eigentlich nicht eine Rolle zu spielen, sondern ich versuche den Figuren Berechtigung zu geben. Ja, don't eat yellow snow. Kennst du eins über mich? Ich auch nicht. Kommen wir vielleicht wieder zu der Macke. Ich habe Jähzorn. Vielleicht haben die Leute Angst, mir die Gerüchte zu sagen. Das war einfach kacke. Labrig, wässrig, scheiße. Also ich fand es... Der zweite war besser. Scheiden ist doch immer der Letzte. Ja, und da bin ich seit 17 Jahren einen ganz guten Händen.